Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code REWENZEIT einfach eingeben würdet, meine Freunde. Viel Spaß mit diesem Video. Ciao. Hey, wie gesagt, kniet euch alle hin. Okay, kommt mal mit. Ja, Bruder, da muss ich ganz schön los. Das war's an der Stelle mal wieder komplett. Okay, wie gesagt, sucht euch alle hier vorne auf diesem großen Stempelfeld einen Stempel eurer Wahl. Kniet euch bitte alle einmal hin. Ja, Bruder, das war's. Steh mal bitte auf, Hasenskin. Ja, schade, Bruder. Revi sagt, kommt mal bitte mit. Revi sagt, stellt euch alle auf einen grünen Würfel. Das hat lange gedauert, ne? Kollege, oder? Tanz mal ein Emote, vielleicht verschone ich dich. Ein süßes Emote, komm schon. Ah, komm, passt, okay. Revi sagt... Oh, Bruder, jetzt ist aber gut, jetzt aber gut. Revi sagt, bildet hier vorne hinter dieser Linie eine Reihe nebeneinander. Revi sagt, ich werde jetzt mich umdrehen und bei einem random reingehen und diesen umbringen. Revi sagt, ihr habt 10 Sekunden Zeit. Revi sagt, verteilt euch alle innerhalb dieser gelben Kasten. 3, 2, 1. Was ist deine Mission, mein Freund? Aber ab dafür, ganz schnell. Oh, 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 oh. Die Spannung steigt. Wo wird er reingehen? Wo wird er reingehen? Wo wird der Revi reingehen? Wo wird Revi reingehen? Okay, und ich nehme das hier. Kollege, es tut mir leid. Marv, du bist damit raus. Revi sagt, bildet eine Reihe vor den Reifen. Ja, das war's komplett an der Stelle. Louis, es tut mir leid. Revi sagt, kniet euch bitte hin. Das war aber ganz haarscharf, oder, Kollege? War das haarscharf? Nee, ne? War noch im Rahmen, sagst du? Okay, gut. Also, Leute, ich möchte jetzt Folgendes machen. Revi sagt, ich möchte, dass ihr jetzt alle nacheinander von Reifenstapel zu Reifenstapel springt. Derjenige, der zuerst den Boden berührt, und damit meine ich den Boden zwischen den einzelnen drei Reifenreihen, der wird von mir erschossen. Revi sagt, ihr dürft jetzt anfangen. Revi sagt, los. Ja, Bruder, da haben wir schon unser Opfer. Revi sagt, mitkommen. Das ist ein ganz guter Parcours hier eigentlich. Einmal tanzen, bitte. Ja, Bruder. Gut, gewonnen hat an der Stelle der Gute und Liebe. Ja, du darfst. Revi sagt, du darfst. Ja, komm, komm, komm. Bruder, ist das dein Ernst? Ist das dein... Ich wollte gerade schon sagen. Es war der liebe Soße, Digga. Revi sagt, einmal bitte mitkommen. Hier, nimm mal bitte den Trank. Nimm den mal bitte. Ja, Kollege. Das war's. Bleib stehen. Bleib ruhig stehen. Revi sagt, bleib stehen. Revi sagt, bleib stehen, oder du wirst von der FN gelöscht. Flossen, es tut mir leid, aber so sind die Regeln. Wenn du Auto-Pickup hast, tut mir das wirklich leid an der Stelle. Revi sagt, Banane, zu mir kommen. Okay, bleib stehen. Bleib stehen, Banane. Bleib stehen. Revi sagt, bleib stehen. Revi sagt, alle mitkommen. Revi sagt, stellt euch im Kreis um mich herum. Revi sagt, alle in den Rift rein. Revi sagt, wir landen hier oben. Mir bitte nachfliegen. Ihr sollt mir folgen. Die beiden, die gerade hinterhergeflogen sind, bitte einmal bei mir landen. Merkst du selber, oder? Revi sagt, boah, ich habe richtig Bock, irgendwie eine kleine Runde heiten Sieg zu suchen. Revi sagt, die ersten zwei, die ich nach 15 Sekunden finde, sind tot. Revi sagt, und los. 4, 3, 2, 1. Und 0, ich komme. Revi sagt, ihr bleibt jetzt alle an einem Ort stehen. Wer sich bewegt, ist tot. Dankeschön. Gut, 15 Sekunden sind nicht allzu viel Zeit gewesen. Relativ gut möglich sein, dass ich den ersten Kollegen jetzt schon ziemlich schnell finde. Ich meine, die Map ist doch ziemlich groß, aber so weit könnt ihr alle nicht gekommen sein. Und da ich weiß, dass immer Leute in ein Maisfeld laufen... Revi sagt, bleib stehen. Teufel. Revi sagt, wer jetzt tanzt, den bringe ich um. Oh, damn. Joke, Alter. Ich wollte es einfach nur mal gesehen haben. Sieht so schön aus, wirklich. Revi sagt, Banane, komm mal bitte hier vorne hin und wirf mal einen Korb. Banane. Revi sagt, stell dich mal hier hin und wirf einen Korb. Revi sagt, mitkommen bitte der Rest und die anderen bitte Abstand halten. Dankeschön. Revi sagt, stellt euch bitte genau hier in einer Linie auf. Revi sagt, hinter euch sind zwei LKWs. Die letzten beiden, die nicht drin sind, sterben. Revi sagt, los. Revi sagt, Hase, das war's. Revi sagt, du auch. Revi sagt, bitte der Rest der Überlebenden einmal mitkommen. Die Gestorbenen bitte Abstand halten. Dankeschön. Revi sagt, nehmt mal bitte alle, wir spielen Reise nach Jerusalem, hier auf einem dieser Sitzmöbel Platz. Die Leute, die kein Sitzmöbelstück gefunden haben, sind tot. Das ist ja glücklich, ne? Dass es genau richtig viele Sitzmöbel gegeben hat. Stark, okay. Kommt mal bitte mit mir. Hinterherkommen. Man kann sich auch selber aussortieren, Kollege, weißt du? Revi sagt, der Rest der Lebendigen bitte mitkommen. Dankeschön. Revi sagt, bitte einmal hier im Supermarkt verteilen. Revi sagt, ich würde sagen, im Supermarkt gibt es ein bisschen Stress. Revi sagt, die Überlebenden, die Toten dürfen keine Waffen aufnehmen. Wer Waffen aufnimmt, wird von der FN geblockt. Folgendes Problem. Es gibt Nahrungsmittel, aber nur drei Einkaufswagen. Das heißt, einer kann seine Nahrungsmittel nicht nach Hause nehmen. Revi sagt, der Supermarkt ist ganz kurz Free-for-All-Zone, aber nur bis einer stirbt. Wer mehr als einen tötet, wird gebannt. Revi sagt, und go. Revi sagt, Waffen sind natürlich tabu. Das wisst ihr, ne? Revi sagt, ich möchte sehen, dass jemand stirbt. Oh ja, hier vorne haben wir einen kleinen Fight. Würdet ihr bitte fighten und nicht weglaufen wie Mem?
Da ist er, der erste Tote. Revi sagt, alle stehen bleiben. Kollege, geht's dir gut? Hör mal auf. Revi sagt, alle Überlebenden bitte einmal mitkommen. Revi sagt, hier vorne in diesem kompletten Komplex, da sind gerade sehr viele Wohnungen frei. Und ich würde sagen, dass euch jetzt jeder die Wohnungen nimmt und sie mir präsentiert wie ein Immobilienmakler. Revi sagt, sucht euch alle eine Wohnung, ich gehe nach wie vor rein. Ihr dürft sie mir anhand von Emotes und Bewegungen präsentieren. Revi sagt, jeder in eine Wohnung. Revi sagt, derjenige, der es am schlechtesten macht, muss leider sterben. Autschi. Gut, Revi sagt, ich fange doch einfach mal hier an. Revi sagt, einen wunderschönen guten Tag. Sehr gut, Digga. Dann schauen wir doch mal. Okay, was haben wir hier? Ah, okay, ich verstehe schon. Aha, okay, interessant, ja. Was haben sie noch so hier? Okay, was haben wir noch so? Aha, okay, okay, ich verstehe, ja. Ah, okay, okay, ja. Ah, ich verstehe schon, okay, sehr gut, ja. Was haben wir hier noch? Okay, das ist jetzt ein bisschen untypisch, wenn sie mich fragen. Okay, sehr gut, danke schön. Revi sagt, geh bitte nach unten. Revi sagt, ich komme zu den Basketballer rein. Bitte empfang mich unten an der Tür. Revi sagt, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, ja. Dann zeige ich dir wieder mal ganz kurz hier die Wohnung. Wir gehen direkt ins Obergeschoss, wie ich sehe. Ja, okay, was haben wir denn hier so Schönes? Aha, okay, hier ist ein Fernseher mit drin. Ist das richtig? Ah, okay. Man kann sich hier auf die Couch stellen im Popcorn-Kino genützen. Ah, okay, sehr schön, ja. Was gibt's hier noch so? Entschuldigung. Ah, ein Grill. Sie freuen sich über den Grill. Okay, alles klar. Gut, okay. Haben wir noch mehr hier oder war es das? Also ich meine, da ist da sicherlich noch einiges mehr drin in der Wohnung, oder? Okay, hier ist eine Kiste drin, sagen sie, ja. Okay. Sonst noch irgendwas oder war es das? Alles klar, okay, gut. Ich komme da gleich nochmal wieder. Dankeschön. Revi sagt, ich gehe zum dritten Kandidaten in die Wohnung und schaue mir das hier mal an. Revi sagt, guten Tag, hallo, willkommen. Ah, der ist kalt, der Kühlschrank, ne? Ja, okay, gut. Haben wir sonst noch was in der Wohnung drin? Zeigen Sie mir das doch mal ganz kurz hier. Gehen wir doch einfach mal nach oben. Was haben wir denn hier so Schönes? Ah, hier sind Betten. Okay, hier ist noch eine Kiste drin. Da freut man sich über die Kiste, oder? Das ist ganz toll. Ja, was haben wir hier? Das Bett? Ah, okay. Wenn man dann meditieren möchte und schlafen will. Ich verstehe schon. Okay. Was haben wir denn noch so in der Wohnung? Zeigen Sie mir doch mal ganz kurz. Okay, also verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist es Aerobic vom Fernseher oder wie? Haben sie noch mehr? Ah, okay. Was macht man hier so? Popcorn essen in der Badewanne, ja? Sehe ich das richtig? Ja? Gut. War es das von der Wohnung? Okay. Revi sagt, bleiben Sie mal bitte hier. Revi sagt, was stimmt mit euch nicht? Haut ab, Alter. Weg mit euch. Die Geisteskranken. Weg mit euch. Revi sagt, Herr Basketballspieler, bitte kommen Sie mal die Treppe herunter. Revi sagt, schaut mal hier. Im Badezimmer sind zwei Türen. Revi sagt, stell dich vor die Tür. Revi sagt, stell dich vor die Tür. Revi sagt, schließ beide Türen. Revi sagt, kommt nochmal raus. Revi sagt, stellt euch vor die geschlossenen Türen. Revi sagt, wenn ich von 5 runtergezählt habe, geht ihr beide ins Badezimmer rein und nur einer der Überlebenden kommt raus. Revi sagt, 5, 4, 3, 2, 1, go. Habe ich nicht verboten? Voltix, drop bitte die Waffe. Aber du hast es geschafft. Auch wenn du unfair gespielt hast, du hast es geschafft. Revi sagt, lasst mich in Ruhe, Alter. Haut ab. Revi sagt, der Ravenskin, bitte einmal mit mir kommen. Revi sagt, Voltix, bitte auch einmal mit mir kommen. Revi sagt, die Gestorbenen, bitte einmal hier vorne auf die Tribüne. Revi sagt, ihr habt Glück. Ihr beiden seid die Finalisten von Revi sagt dieses Mal. Aber es gibt ein kleines Dilemma und zwar ist es Fashion Week. Und ihr seid heute bei Germany's Next Revi Model. Revi sagt, das Publikum ist komplett heiß, vielleicht auch ein bisschen geisteskrank. Und wir haben 4 Disziplinen. Revi sagt, ich möchte einmal, dass ihr nach vorne kommt und euer absolutes Lieblings-Emote macht. Danach möchte ich, dass ihr einen richtig schönen Catwalk hinlegt. Und danach möchte ich, dass ihr eine ganz kleine Show mit Emotes vor uns abzieht, okay? Wie gesagt, es fängt an, der Basketballer mit seinem persönlichen Runway und Catwalk. Bitteschön. Okay, Revi sagt, bitte einmal zurückgehen. Es war ziemlich schnell für einen Catwalk. Revi sagt, der Ravenskin darf einmal kommen. Warum sprintet ihr alle? Es ist ein Catwalk, kein Wettrennen. Revi sagt, Ravenskin, bitte einmal zurück. Revi sagt, der Basketballer darf jetzt einmal nach vorne kommen und seine kleine Show auftragen. Okay, ein Touchdown auf jeden Fall an der Stelle. Ein Jubel-Emote, okay. Er freut sich quasi. Eine schöne Information, es gibt einen kleinen Siegestanz hier an der Stelle. Das Publikum bitte aufhören mit Dingen zu werfen. Dankeschön. Und es wird am Ende gedappt. Danke, Herr Basketballer. Gehen Sie bitte zurück in die Reihe. Revi sagt, der Ravenskin, bitte einmal nach vorne. Okay, es wird erstmal eine Runde Steinchen Papier. Es ist ein Drama in mehreren Akten. Er weint hier theoretisch. Beschmeißt das Publikum und zeigt dem Publikum einen Loser-Tanz und dance einfach mal hier extrem nice rum.
Okay, Revi sagt, Ravens, geht bitte einmal zurück. Revi sagt, nutze eure Info, es steht momentan 1-1. Die nächste Runde entscheidet. Revi sagt, ich möchte, dass ihr beide einmal nach vorne kommt und ein kleines Dance-Battle macht. Revi sagt, los. Okay. Wer hat hier die besseren Emotes im Bilde? Okay, stark. Ja, okay. Es werden hier auf jeden Fall nur einzelne Emotes ausgepackt auf der rechten Seite. Relativ schwach auf jeden Fall. Da wird immer der gleiche Tanz. Oh, er hat den Gegner nochmal ganz kurz bewertet und macht hier auf jeden Fall den Standardtanz. Aber der Gegner scheint hier extrem genervt zu sein von der ganzen Geschichte und macht Orange Justice. Hier wird aber direkt gekontert mit einem richtigen Funky-Beat auf jeden Fall an der Stelle. Jetzt natürlich die Frage, jetzt werden hier nochmal Nebelhörner gespammt und hier wird nochmal ein bisschen gebebolt. Der Gegner zollt hier auf jeden Fall Respekt. Und ich muss fast sagen tatsächlich, dass der Basketballer das hier besser gemacht hat. Lieber Ravenskin, ich muss leider sagen, du hast es nicht geschafft. Gewonnen hat Germany's Next Fortnite-Model, der liebe Basketballer, der mir jetzt hier in den Kopf schießen kann. Schieß mir in den Kopf. Let's go! In den Kopf, habe ich gesagt. Leute, Voltis hat das Ding nach Hause geholt an der Stelle hier. Richtig, richtig nice Runden. Killer! Daumen hoch!